Ich heiße Fehlchen. Willkommen, Stormtrooper. Dies ist mein Let's Play. Ich freue mich, Sie zu sehen. Ich bin gespannt, was als nächstes passiert. Denken Sie daran, Sie bestimmen das Schicksal Ihrer Charaktere. Alle können sterben. Also, seien Sie vorsichtig. Willkommen zurück, Sturmtrupper. Ja, wir sind wieder bei Marcus. Auf den Dächern von Detroit. Wahnsinn. Wir lesen jetzt hier erstmal. So. Aufstand der Androiden. Detroiter Stadtviertel von gestörten Androiden verwüstet. Hallo? Weltbevölkerung erreicht 10 Milliarden. US-Lebenserwartung jetzt bei 91 Jahren. Was ist, heißt hier gestörte Androiden? Mehrere Viertel Detroits wurden letzte Nacht brutal verwüstet. Cyberlife-Geschäfte wurden geplündert und dort vorrätige Androiden gestohlen. Doch das war keine alltägliche Kriminalität. Die Eindringlinge sollen Androiden gewesen sein. Zwar hat die Polizei noch keine offizielle Stellungnahme abgegeben, doch zugespielte Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen Androiden, die aus der Kanalisation kommen und Schaufenster einschlagen. Der schlimmste Vorfall ereignete sich im Kapitolpark, wo die Polizei von gewaltbereiten Androiden konfrontiert wurde. Die Officer mussten schließlich das Feuer auf die Androiden eröffnen, die vermutlich einen Fehler in ihrem Verhaltensalgorithmus haben. Ein Augenzeuge, der anonym bleiben möchte, sagte: "Ich wurde persönlich vom Anführer angegriffen. Er bedrohte mich mit einem Messer. Ich hatte solche Angst." Natürlich sind diese Anschuldigungen bisher unbestätigt. Aber wir haben keinen Grund, einem menschlichen Zeugen nicht zu glauben, wenn es um das Verhalten einer defekten Maschine geht. Einige ziehen bereits eine Verbindung zum kürzlichen Angriff auf den Stratford Tower in Detroit, der ebenfalls von Androiden verübt wurde. Dies könnte der Anfang eines verstörenden Musters sein. Aber es ist nicht wahr, es ist voll gelogen. Marcus hat niemanden bedroht, wir hatten eine friedliche Demonstration. Wir haben die Polizisten sogar gehen lassen. Ich meine, wenn wir sie getötet hätten, ja klar, aber das war nicht der Fall. Oh Mann. Tech-Addict. Östlicher Wettlauf ins Weltall. Russische und chinesische Androiden konkurrieren. VR-MMORPG erreicht 1 Milliarde Spieler. Das haben wir doch irgendwann schon mal gehört. Nur 2 Länder verfügen über eine den USA ebenbürtige Androidenindustrie, Russland und China. Und sie befinden sich in einem erbitterten Wettstreit um die Position der einflussreichsten Wirtschaft im asiatischen Raum, der die westliche Hemisphäre rasant zu überholen droht. Cyberlife's fast menschliches Designermodell für Androiden ist auf die amerikanische Dienstleistungsgesellschaft ausgelegt. Russland und China haben ebenfalls Androiden entwickelt, die ihre Volkswirtschaften repräsentieren. Nachdem die Nachbildung des blauen Blutes gescheitert ist, verlassen sich russische Androidenhersteller auf traditionellere Konstruktionsmethoden. Die resultierenden Maschinen sind weniger menschlich, jedoch leistungsfähiger unter kalten und unwirtlichen Bedingungen. Chinas Androiden nutzen eine alternative blaue Flüssigkeit, die weniger Energie generiert, aber effizienter ist. Die Folge sind Androiden, die in Chinas ländlichen Gebieten monatelang ohne Wartung oder Aufladung operieren können. Wer gewinnt den neuen Wettlauf ins All? Wenn alle in unterschiedliche Richtungen gehen, ist das noch nicht abzusehen. Ja, das ist interessant. Ich kann aber nicht glauben, dass hier tatsächlich gesagt wird, wir wären schlecht gewesen. Wir waren echt sehr, sehr friedlich. Wir haben hier und da unsere Botschaft bekannt gegeben, aber das war's dann auch schon. Wir haben sonst nichts gemacht. Ich mag das, wenn Marcus spielt.
Ich mag das. Er spielt gut Klavier. Oh. Keine Entscheidung mehr. Direkt weiter auf die Planke. North. Hab mich gefragt, wo du bist. Ich musste nachdenken. Mir gefällt es hier. Ich komme oft her. Hier ist man alleine mit der Welt. Wir haben Hunderte befreit und sie kommen immer noch aus allen Ecken der Stadt. Die, die von Freiheit träumen, kommen nach Jericho. Etwas verändert sich. Das ist schön. Du wirkst nachdenklich. Sie alle gehorchen mir. Sie folgen mir ohne Zweifel. Und so viel Macht fühlt sich gut an. Ja, du bist ihr Anführer. Zur gleichen Zeit. Was wir gestern getan haben, ist in allen Medien. Die Menschen haben Angst. Sie befürchten einen Bürgerkrieg. Als Reaktion darauf haben sie viele von uns verbrannt. Das ist scheiße. Die Menschen hassen uns. Sie schenken uns nie die Freiheit. Nein, nicht alle Menschen sind gleich. Manche begreifen, dass sie unsere Freiheit nicht mehr aufhalten können. Ich denke auch, dass nicht alle so sind. Du hast nicht viel von dir erzählt, seit du bei uns bist. Wie war dein Leben vor Jericho? Seins war eigentlich gut. Aufrichtig oder die Wahrheit? Ich kümmerte mich um einen alten Mann. Er war wie ein Vater für mich. Er zeigte mir, dass Menschen und Androiden miteinander leben können. Was ist mit dir? Du erzählst nie was über dich. Was hast du früher gemacht? Ich will nicht drüber reden. Ja, wir haben dir erzählt, jetzt wollen wir es eigentlich auch von dir wissen. Der Android, den du im Geschäft gesehen hast. Sie erinnerte dich an früher, nicht wahr? Ich glaube, dort stand Liebesdroide. North, wir kämpfen gemeinsam. Wir müssen Dinge über uns wissen, um uns zu vertrauen. Ich war nichts. Eine Puppe auf menschliche Befriedigung programmiert. Nur ein Spielzeug für ihr Vergnügen. Eine Liebespuppe. Eines Tages hat mich wieder ein Mann gemietet. Und plötzlich merkte ich, dass ich es nicht länger ertragen konnte. Ich erwürgte ihn und rannte davon. Wow. So, jetzt weißt du alles. Ich hätte es dir nicht sagen sollen. Wow. Was war das? Ich sah deine Erinnerung. Oh! Karls Haus. Eine Liebesbeziehung. Sie hielt mich für tot in seinem Studio. Ich sah auch deine Erinnerung. Der Eden Club. Der Tod dieses Mannes. Es war, als ob ich auch da war. Ich finde das faszinierend. Nein! North! Lauf nicht weg! Auch lauf nicht weg. Das ist Selbstmord. Wir gehen alle drauf. Bitte, Marcus, noch kannst du es dir überlegen. Was muss ich machen? Du begreifst das nicht. Wir zeigen ihnen endlich, wer wir wirklich sind. Dieser Ort geht in die Geschichte ein. Sie werden uns töten. Das Risiko gehe ich ein, wenn unser Volk dadurch Freiheit erlangt. Marcus, worum geht's? Ich tue das nicht. Sie werden verstehen.
Wir bringen sie dazu. Oh komm, was machst du? Es ist der einzige Weg. Was tun wir? Die Androiden hier könnten sich anschließen. Je mehr wir sind, desto lauter die Botschaft. Ich weiß gerade nicht, was hier los ist. Wandle Androiden um, versammle deine Leute. Ja, das ist mir schon klar. Also sollen wir den jetzt umwandeln? Du bist frei. Da ist noch ein Androide. Komm mit uns. Oh, da hinten steht noch jemand. Den hier nehmen wir noch mit. Du bist frei. Ich glaube, da vorne. Denkst du manchmal, die Androiden könnten recht haben? Da vorne am Eingang stand noch jemand, weil ich glaube, in die Geschäfte hier können wir nicht reingehen, oder? Hier ist noch einer. Du bist jetzt wach. So. Wie wollen wir die Straße blockieren? Du bist jetzt frei. Hey! Was glaubst du, wo du hingehst? Komm sofort her! Ich muss die Straße blockieren. Oh Mann, ich war... Nein, ich will... dem helfen. Wir machen Androide. Du bist frei. Aber auch noch. Du musst ihnen nicht gehorchen. Und er auch nicht. Du bist frei. So. Haben wir noch irgendwo was übersehen? Weil wir haben so viele Androiden hier. Hallo? Okay, jetzt kann ich nicht mehr zurück. Also öffnen wir jetzt den Kanaldeckel. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch wen hätte verwandeln können. Aber es ist schon heftig. Alleine das auf dem Dach. Romantisch irgendwie. Du bist jetzt frei. Kara. Kann ich sie jetzt umwandeln, ohne dass ich sie berühren muss? Echt jetzt? Echt jetzt? Wie geil! Oh mein Gott.
Nicht vergessen. Friedlich bleiben. Das ist der Wahnsinn. Sich das gerade so ein bisschen. Du kommst jetzt zurück, aber sofort. Greg! Greg! Das ist heftig. Das ist so cool. Oh nein, was habe ich gedrückt? So eine verdammte Scheiße! Zentrale, hier ist Einheit 457. Hier sind eine Menge Androiden. Ich weiß nicht, Hunderte? Tausende? Wir sind lebendig! Oh mein Gott! Das ist... Es ist... Ich hab so Angst, dass er jetzt stirbt. So Angst, dass Marke stirbt. Sie haben noch nichts getan. Wir sind hier, um friedlich zu demonstrieren und zu sagen, dass wir lebende Wesen sind. Alles, was wir wollen, ist Freiheit. Dies ist eine illegale Versammlung. Geht auseinander oder wir eröffnen das Feuer. Wir wollen keine Konfrontation. Wir haben euch nichts getan. Und wir wollen auch niemandem etwas tun. Bis ihr uns unsere Freiheit zusagt, werden wir hier nicht weggehen. Oh mein Gott. Ich wiederhole, dies ist eine illegale Versammlung. Oh mein Gott, die dürfen nicht sterben. Wenn ihr nicht sofort auseinandergeht, werden wir schießen. Marcus, sie werden uns töten. Wir müssen angreifen. Nein. Wir sind mehr als sie, wir können siegen. Nein. Wenn wir angreifen, gibt es Krieg. Wir müssen beweisen, dass wir friedlich sind. Wir sollten einfach stehen bleiben, auch wenn das unser Tod ist. Das ist eure letzte Chance. Geht auseinander, oder ihr werdet alle getötet. Auseinandergehen, Stellung. Wir müssen zeigen, dass wir nicht weichen. Wir bleiben genau hier. Oh Mann. Wir haben nichts gemacht. Das hier muss ein Statement sein. Wir rühren uns nicht, egal was passiert. Bitte, Marcus. Wir können uns doch nicht einfach abschlachten lassen. Wir können nicht angreifen. Wir können wir nicht angreifen. Stehen. Marcus, was machst du? Sie werden uns töten. Dann... Ich will nicht, dass sie alle sterben.
Scheiße. Komm schon, Marcus. Wir müssen. Ich wollte aber nicht, dass sie angreifen. Ja, das ist jetzt scheiße. Ich weiß, es war nicht richtig anstürmen oder was auch immer, aber ich wollte das nicht. Ich wollte, dass es friedlich bleibt. Ich wollte nicht angreifen. Man, ansonsten. Oh Mann. Das ist gerade scheiße. Ich wollte nur, dass er sterben. Echt nicht. Das hätte ich einfach nicht verkraftet. Ja, was das für Konsequenzen hat und wie es jetzt weitergeht, ich meine, wir haben gesehen, ist alles runtergegangen. Bei allen. Bei jedem Einzelnen von Jericho. Bei North ist runtergegangen, bei Jericho ist es runtergegangen, bei Josh die öffentliche Meinung ist wieder hochgegangen, weil wir halt nichts getan haben. Ich will nicht aggressiv sein. Das liegt halt absolut nicht in meiner Natur. Aber ja, ist genug. Was das für Konsequenzen hat, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.